Was? Was ist denn hier los? Warum sind die denn alle so nass und bappig? Du, sag mal, Kreis, irgendjemand war in unserem Laden und hat alle Lollis angefeuchtet. Ja, das war echt, du. So schön an. Das warst du. Ja klar, die Leute mögen das neue Vorschleckprinzip aus Amerika. Wie jetzt Vorschlecken? Bist du doof? Ja doch, aber es wird Leute alles. Leute wollen sowas nicht kaufen. Die doch, haben sich beschwert, doch. Die haben gesagt, die wären nass, klebrig. Doch. Dass sie sich irgendwie beleidigt fühlen in ihrer Privatsphäre durch das Anlecken unserer Lollis. Also die Amerikaner haben gesagt, das ist hier, wenn du mit ohne Vorschleck keinen Nachschleck. Wie die Amerikaner. Die haben gesagt, nur Vorschleck, sonst Dreck. Und deswegen machen wir das jetzt so. Das machen wir jetzt wegen den Leuten da, die überhaupt nichts wissen. Auch ja. Schrunzdämlich. Die denken, der Führer ist noch am Leben. Ja, der ist noch nicht mal geboren jetzt gerade, wo jetzt wir sind. Jetzt gerade noch nicht, ne? So, Amerika hast du nicht mal entdeckt, also... Doch, das schon. Da sind wir bestimmt gerade, oder? Boah, weiß ich nicht. Mein Name ist Jebediah Springfield von Amerikanistan. Amerikanistan ist aber nicht die Vereinigten Staaten, mein Freund. Ja, aber auch nicht die Vereinigten. Du alter Chokenmähner. Pfirsichsaft ist auch immer gut. Mögen die Kinder, wenn es auf der Lippe so ein bisschen spratzelt. Ja, und so auf der Lippi-Lip oben, ne? So ein bisschen den Herr... Ja klar, so ein bisschen den Lipizzaner. Herr Piss auf der Lippe. Mein Großonkel Herr Piss, der hat damals merkwürdige Pickel verursacht. Daher kommt der Name. Habe ich hier noch so ein paar von Onkel Cashews, guten Cashews. Boah, wir haben ja auch gar nichts mehr im Regal hier, du. Nee, die haben uns abgeerntet. Wurde hier gekauft. Das finde ich schön. So, ja, Lawn 2 oder was? Ja. Aber mit der Schleppermaid, ne? Wir haben ja die Schleppermaid für den Keller. Ja. Und die Schleppermaid schleppt ja nur, wenn oben die Sachen, wenn die Körbe leer sind. Das heißt theoretisch... Ja, aber da muss auch das richtige Schild dranhängen. Also rein theoretisch darfst du nicht mehr abräumen. Rein theoretisch, ja. Musst du jetzt sagen, hier, das ist das Eierregal. Ne? Sagst du hier Eierregal. Ja, das ist Eierregal und dann... Genau, und dann packst du die Eier, die du erntest und so, packst du dann nur noch runter in den Keller. Und die Schleppmaid schleppt es dann hoch. Ja, so läuft das jetzt. Ja. Boah, Alter, die Euter sind prall hier von unseren Freunden. Ey, wir haben richtig... Aber brauchen wir wirklich so viel Milch, ey? Naja, im Keller haben wir auch noch ein bisschen Milch. Also müssen wir jetzt eigentlich regalorientiert schon denken. Wir müssten dann jetzt so langsam anfangen, regalorientiert zu denken, ja. Ich hab hier... Ich habe heute keine Frames in dem Spiel. Keine Ahnung, was hier los ist. Wieder gab's wieder ein Update oder was, die ich verpasst hab? Updates, Update. Ey, hier, guck mal, Zwiebel, Erdbeere und so, hier ist richtig was los. Ja, ich muss holen. Ich gehe jetzt erstmal runter und muss da schon abfrühstücken. Aber wieso? Boah, ich sehe gerade, wir haben ja gar kein Geld. Wie hoch sind denn mittlerweile unsere Abgaben, die wir da... Wir müssen Geld machen. Wieso, wir haben nur 1000. Ja, aber wie hoch sind unsere Abgaben? Ich habe noch irgendwie eben gerade 8 oder so übrig gelassen. Das ist alles weg. Das ist blöd, ne? So, guck mal, ich habe jetzt Weizen, den stelle ich jetzt mal oben in die Werkstatt. So, das ist nämlich der Eigenweizen. Eigenweizen. Weizen, Milch und Eier hole ich jetzt, so. Haben wir noch Eier? Die Hühner haben Eier, holst du von den Hühnern. Ach, deswegen gehen die Eierkörbe nicht leer, weil die Maid immer wieder nachgeschoben hat. Ich dachte schon so, hä, warum gehen die Eierkörbe denn nicht leer? Ja, aber hat die denn, von wo hat die denn geschoben? Hatten wir Eierkörbe unten im... Ja klar, unten ist eine ganze Fuhre von dottrigen Körbchen. Okay. Onkel Dottis Dotterkörbchen. Nur echt mit dem Schmelz auf der Zunge. Du weißt ja, wie es heißt. Wenn das Ei die Zunge blau färbt, dann ist es ein gutes Ei. Dann ist es ein gutes Ei. Wenn die Zunge anschwillt... Ein Ei, eine Milch, ein Weizen, oder was? Geht das nicht so? Hä? Aber ist das nicht voll wenig Weizen? Ständer platzieren, drehen, Stapel werfen. Kann ich einzelnes Ei? Kann man einzelnes Ei rausnehmen? Weiß ich nicht. Hab's noch nie gemacht, aber nein, ich glaube nicht. Die haben diese Fähigkeiten nicht, die die Lagermaid hat. Deswegen ist sie auch die Lagermaid. Weil sie genetisch veränderte Finger hat. Genetische Maidfinger halt irgendwie, ne? Ja, sie hat Mighty Maidfinger. Mighty Finger. Sie hat Macht Maidfinger. Benutzen. Hä, Alter, wie funktioniert scheiß Backen jetzt?
So, wir müssen jetzt richtig Geld machen, du. Ja, will ich ja. Ich will ja unser eigenes Brot machen hier. Ich habe Ei, Milch und Weizen. Keine Ahnung. Ist alles im Ofen. Oh, hier ist irgendwas Gommel. Oh, die Karotten sind alle schlecht, oder was? Du, das geht nicht. Ja, laufen die Leute direkt amok. Boah. Stress pur schon wieder hier oben im Laden. An der Ladenfront geht's rund. Wieso die kaufen? Fisch holen. Die arbeiten doch alle. Wir haben nur so viele Mitarbeiter. Was ist mit denen? Werfen, fallen, Ständer platzieren? Ja, aber die Lagermaid hat halt die hat halt Nebenluft gezogen, kann immer noch nichts. Die Lagermaid, die ist durch, ne? Und ich muss Fisch holen, Junge. Die Leute schreien nach Fisch. Oder ist es, weil der Weizenkorb nicht voll ist? Morgen nochmal probieren. Milch hält ewig in der Kanne irgendwie, ne? Ja, 3 Tage. Ja, ja. Muss ins Lager halt immer wieder legen. Alles ins Lager. Ich geh mich mal eben hier gucken, du. Ist da noch so ein Weizen, den man mitnehmen kann vielleicht? Nee, du. Ist nix mehr. Erdbeere. Was ist das hier? Ja, der ist ja grün, du. Oh, guck mal. Ich muss das ja wirklich komplett voll sein, weißt du? Ja, ja, meine ich, dass der... Du sagst, einen vollen Sack Weizen ist gleich einmal, kannst du ein Brot umwandeln. Alter, sprüht der drauf los hier und der schreckt mich erstmal. Ich muss sagen, hier diese High Upper Class super seltenen Fische sind selten. Du kriegst nicht einfach so hinterhergeschleudert, die Dinger. Ja, deswegen sage ich ja im Endeffekt... Die Zeit, die man dann mit dem Angeln verbraucht, so in der Zeit kannst du mit normalen Sachen viel mehr Geld verdienen, als dann in 5 Tagen da einen so einen komischen Fisch zu holen. Weißt du, weiß ich nicht. Naja, mit den Fischen verdienen wir schon gut Geld. Wenn du einen Haufen Reusen irgendwie da unten verteilst und das aberntest, hast du Fisch ohne Ende. Ja, mit den normalen, aber der Zeit-Geldaufwand mit den Luxusfischen lohnt sich einfach nicht. Ob du jetzt so einen 500-Dollar-Fisch hast, für den du da einen halben Tag unterwegs bist oder einen ganzen. In der Zeit kannst du so viel Zeug verticken und Brote backen, wenn du das Material dafür hast. Ja, wenn du das erstmal alles hast, du musst es halt erstmal alles darauf hin. Naja, wir hätten ja jetzt schon... Kann man irgendwie nicht einen Backfisch machen? Kann man den nicht auch backen? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Ich hätte halt einfach gerne Weizen seit Wochen. Wir müssten einfach 2 Körbe Weizen mal bestellen. Jetzt. Dann bestelle ich. Kein Thema. Ja, kein Thema. Seit wann sage ich, ich brauche Weizen, um das Backen auszuprobieren? Ja, ja, ich bestelle heute Abend wieder Zeug. Hast du Weizen bestellt gestern? Nö. Du hast mich ja heute nicht dran erinnert. Hast ja nicht gesagt, ey, Kies, vergiss nicht, den Weizen zu bestellen. Ja, aber ich dachte, wir haben genug gewachsenen Weizen, aber war nicht genug. Frühling. Wow, hier so ein bisschen Schnittlauchsaat würde ich noch kaufen. Zwiebel. Bisschen Karotte. Einfach mal verteilen hier, du. So, ich stell wieder Rosen in die Bude. Müssen wir noch ein bisschen an unserer Reputation arbeiten, damit einfach mehr Leute kommen. Alter, das ist ja richtig teuer. Hier so eine goldene Kerze kostet 15.000. Naja, ist ja auch eine Goldkerze. Ja, Adamann Rossi Goldkerze. So, ich hole mir jetzt trotzdem noch ein bisschen Schwertaal. Mach jetzt einmal hier das Boot voll. Jetzt weiß ich ja auch genau, wo die sind. Dann machen wir einen richtig schönen Fischday morgen. Der Keller ist auch noch voll. Mit Fisch. Ja, das müsste mal hier deine Kollegin da machen. Das macht die nicht, komischerweise. Bettina Zugluft hier. Bettina Zugluft sagt aber, pff, Fisch fass ich nicht an, ne? Fisch fass ich dir nicht an, du.
Nee, Herbst haben wir nicht, wir haben Frühling, ne? Ja. Fisch ist mir einfach zuwider. Da riss sie sich das Mieder nieder. Ah, die ist einfach eine Fischverweigerin. Finde ich aber gar nicht gut. Das gefällt mir jetzt aber so gar nicht, du. Also müssen die auch wieder alle gefüttert werden da, ne? Ey, da kannst du ja gleich mal zwei Eimer holen hier, du. Ja, klar. Du musst immer wieder durchfüttern. Boah, der Weg raus ist schon echt weit. Jetzt gerade mal mit dem Boot rausgerudert. Man denkt, es ist nicht so weit, aber das ist super weit eigentlich. Man kann da echt weit rausrudern. Ja, und man rudert halt auch so arschlahm, ne? Ah, da müsste es irgendwie einen Motor geben. Die Frage ist, brauchen wir wirklich so viele Kühe oder kann ich die auch erstmal wegschlachten hier bis auf ein oder zwei? Weiß ich nicht, was du vorhast. Es ist halt die Frage, was du vorhast. Willst du jetzt irgendwie groß... Ne, ich will zwei weiße Kühe wegmachen, also zwei Milchkühe und dann zwei braune dahinstellen. Was machen wir von den braunen Kameraden, du? Ja, komm, was soll's, ey. Brauchen wir ja. Was kostet die Welt, du? Na, für einen KI-Mann wenig. Dem gehört sie. Dem gehört sie, die Welt, du. Das sag ich dir. Das kannst du glauben. Ich hab hier mal ein Messer hingeworfen, wa? Jetzt soll ich noch zwei von den braunen. Und stell die mal mit dir rein, du. Ich glaube, die geben mehr Fleisch. Die einen sind Fleischviecher und die anderen sind Milchviecher. Komm, ich will nicht auf dieses Boot drauf. Dass es da keine Einstiegstaste gibt. Boah, jetzt bin ich übers Boot gesprungen. Over the boat. Ja, die sollten einfach irgendwie so eine Einstiegstaste da drauf. Also Chili-Pulver, Kreuzkümmel haben wir nicht, ne? Ich weiß gar nicht, wo man das herkriegt. Braucht man da einen Gewürzdielen speziellen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Was kriege ich denn aus? Ich will einen Schwertfisch, mehr will ich nicht. Ein Fleisch. Aber das wäre geil, wenn man sich so einen Schwertfisch irgendwie an die Wand hätte nageln können, ne? Ja. Irgendwie fehlt so ein bisschen die Wand der Schande. Fleisch ist immer nur eins drin oder sind da auch mal mehr drin, ne? Damit sind Körbe, glaube ich, gemeint, ne? Warte mal, ich habe jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt einen zweiten Korb Schulter mit draufstelle. Oh, ey. So. Boah, Alter, das können wir teuer verkaufen hier, glaube ich. Stell ich mal in unseren Keller erstmal rein hier. Was haben wir denn bekommen? Ribeye Steaks. Habe ich gemacht. Ich glaube, es sind Taui wert, die Dinger. Aber kann man jetzt nicht irgendwie daraus ein schönes gebratenes Ding machen? Geht das gar nicht? Ich dachte, das würde irgendwie gehen. Könnte man nicht Fisch irgendwie braten? Nö, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Leckeren Stockfisch. Was können wir denn hier raus noch machen? Ne, benutzen kann ich das nicht. Boah, ich habe hier einen Schwertfisch rausgezogen. Schöne Rindersteaks noch gemacht. Aber es ist jetzt schon Abend, das heißt, die stelle ich erstmal im Keller kalt. Ja, musst du so oder so. Du musst die im Keller immer schön kalt machen. Weil das Zeug gammelt halt super schnell weg und ist dafür einfach viel zu teuer, weißt du? Ja, ja. Eigentlich habe ich halt auch gedacht, dass irgendwann diese Leute da fürs Lager, dass sie halt irgendwann anfangen, Sachen im Keller zu räumen und dass dann halt auch alles ein bisschen ergiebiger ist, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, gut, in Kellerräumen weiß ich jetzt nicht, ne? Aber vielleicht kommt das auch noch als Funktion rein oder so. Das habe ich jetzt nicht von Anfang an erwartet, dass sie dann automatisch Sachen vorm Vergammeln wieder runter in den Keller bringen. So, das finde ich auch, weiß ich nicht, sollen sie halt vergammeln, wenn es jetzt nicht super viel ist, meine Güte.
Na, wenn dir aber hier so Beeren, die irgendwie im Einkauf 2000 kosten, vergammeln, das tut schon weh. Oder die Rosen, die habe ich alle vom Vergammeln gerettet. Ja, weil du halt einfach auch viel zu viele gekauft hast. Ja, weil da dieses Frühlingsfest war, wo dann niemand was gekauft hat. Bei Weihnachten haben wir jeden Scheiß losgeworden. Bei Frühling haben sie gesagt, gib mir jetzt nochmal Geld aus. Ich von KI verlange zu viel. Ich gehe zum Sparmarkt auf der anderen Insel drüben. Mein Mann hat jetzt nämlich ein Schnellboot. Ja gut, aber die Mark, die räumt schon ein bisschen nach, wenn sie was findet, ne? Ja, irgendwann müssten wir eigentlich so ein riesiges Kellersystem haben. Den Keller ausbauen wird aber auch nochmal richtig teuer, ne? Ja, und wir müssen, glaube ich, zuerst die Felder ausbauen, weißt du, damit wir wir müssen viel mehr ernten. Weil, ne? Es bringt schon was, hier die Felder zu bestücken. Klar, Furche beackern haben schon unsere alten cherokianischen Vorfahren gemacht. Oh klar, ey. Schindloranisch. Schindloranisch. Erste Wort, was mein Gehirn irgendwie zusammengepuzzelt hat, keine Ahnung warum. Früchte, Gewürze, guck mal hier, wir könnten nochmal hier langsam... Hast du eine Gewürzlizenz geholt? Ja klar, warum nicht? Ich meine, $1000, ey. Wie pissig, so reich wie ich bin. Ja gut, dann kannst du ja die Waren einkaufen, weil du ja Weizen haben willst. Aber vergiss nicht, wir brauchen irgendwie jetzt so 7000... Nee, jetzt habe ich ja Weizen. Weizen kommt. Jetzt hast du Weizen. Also... Morgen habe ich Weizen, weil ich ja Weizen gepflanzt habe. Lange, vor vielen Monden. Vor vielen Monden hat ein kluger Mann, man nannte ihn Weizenaugen McDoodlesacken. Er hatte immer ein Gerstenkorn im Auge. Er war verbunden mit der Natur. Oh, ich komme jetzt zurückgerudert. So. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, rückwärts rudelt der schneller als vorwärts. Dabei sieht das alles so nah aus. Wenn ich jetzt so gucke, denke ich mir so, ja, ne, da drüben ist der Steg. Easy peasy. Aber dann realisiert man, man sieht noch nicht mal die Boje. Ja, keine Ahnung, ich kaufe halt gerne jetzt immer so Alkohol und Marmeladen und Limonadenkram, weil der hält sich halt sehr lang. Und im Videospiel, was kaufst du da? Ich mag's halt, wenn alles so lange im Regal stehen darf. Ja, gut, ne, ich weiß gar nicht, haben wir schon diese edle Kost, so Brie und sowas? Kann man das kaufen oder braucht man da eine Lizenz? Da brauchst du eine Brie-Lizenz. Klar, du kannst nicht einfach Brie verkaufen. Illegaler Straßenbrie? Alter, so Gulli-Brie, Alter, aus dem Untergrund irgendwie. Das ist halt Hehlerware, ne? Gulli-Brie, Alter. Ist das nicht ein Vögel in Amerika? So ein Gulli-Brie. Gulli-Brie, du. So ein Gulli-Brie, du. Da hab ich mal gesehen. Den necken doch Nektar. Nein. Den necken doch den Nektar? Wir meinten Gulli-Brie. Ja, so, hab ich auch gesagt, Gulli-Brie. Schön Gulli-Brie. Es ist Nacht. Es wird Nacht in der Stadt. Und eine kleine Gruppe Kinder. Wie geht das nochmal? PJ Mask, Pyjama-Helden. Es wird Nacht in der Stadt. Ja, warte, die kommen auch noch, die PJ Mask. Ist es nicht so ein roter und... Ja, ja, rot, grün und blau, PJ Mask. Ja, ja, kenne ich schon. Ja, die kommen noch, du. Die werden nochmal... Im Moment sind irgendwie so... Das sind so Latino-Kinder, die... Ja, die... So Kapuzen überziehen. Die Madrigals oder so? Nee. Oder? Nee, warte mal. Auch so ein komischer Professor Luchador oder ja, so. Ja, 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 ja. Und die werfen dann immer so spanische Wörter mit ein irgendwie. Genau, ja, ja. Ah, meine Abuela hat gesagt, ja. Das guckt meine Tochter auch manchmal. Alter, Professor Luchador oder wer da ist und so. Ey, da Jorge, was ist das für ein Fiebertraum? Ja. So, ich bestell die Bahn.
El Pollo del Hoyo. Ich habe gedacht, wir machen nicht mehr die Körbe so leer, sondern sortieren halt nur noch um. Dass dann irgendwann die Frau sagt, ah, oh, Zwiebel ist alle, ab ins Zwiebelregal. Das können wir ja machen. Sie hat so eine Technik entwickelt, damit sie mehr tragen kann. Schluckt sie die Sachen vorher am Stück runter und braucht sie dann nur noch ablegen, wie ein Huhn. Hm. Klingt ekelhaft. Moment mal, hier gehen gar keine Gewürze. Ich kann gar keine Gewürze kaufen. Was? Ah doch, hier Kreuzkümmel. Kreuzkümmel? Chili-Pulver müsste auch gehen und so. Chili-Pulver, ja. Hab ich mal 3 geholt. Kuchen laufen auch immer voll gut. Leute lieben Kuchen. Mais nehme ich mal ein bisschen mit. Das hält auch ganz gut. Rote Johannisbeere. Rüben. Und wo waren die Sonnenblumen? Die haben sie immer gut gefressen, die Leute. Tiere gefüttert. Ja, klar, schon lange. Ich weiß nicht, du bist da immer am Angeln, weißt du? Ist der Laden zu? Nee, weiß ich nicht. Kommen ja vielleicht noch Leute? Hast du die Tiere auch alle blind gemolken? Das ist auch sehr wichtig. Alle, alle. Ich glaub, gegenseitig mussten sie sich ihre Euter in die Augen stecken. Richtig unangenehm. Das ist ja ekelhaft. Richtig gequälte Viecher sind das, ne? Ja. Aber ich habe mich ein bisschen gefreut. Hast dich gefreut, als die Kuh voller Schmerzen aufgemut hat? Verzweifelt? Ah, hier. Ja. Wie hieß der? Marshall Moo oder wie hieß der da? Jetzt noch Marshall Moo, ey. Von Marshall Moo. Ja, da gab's doch diese Sendung mit diesen Kuh-Cowboy-Space. Nein, unsere Nüsse gehen auch nie leer. Wir haben auch hier so für immer Nüsse. Ah! Oh. Unten. Haben wir was Dickes? Alter, da, was ist denn da los, du? Der Ofen, da sind ja Bretter vor. Wie jetzt Bretter? Ich hab den Ofen zugenagelt, du. Und jetzt Brot. 12 Brote haben wir jetzt. Nee, noch mehr. Du, wir brauchen auf jeden Fall auch, wir müssen hier noch so viel abholen. Ey, 3 Körbe Brot. Junge! Erstmal gucken, für was das Brot hier weggeht. 3 Kassetten Brot, du. 3 Brot. 72! Ist das der aktuelle Brotpreis? Ja. Und das sind quasi bei 12 Broten, du. Aber dafür brauchst du Milch für Brot? Seit wann verwendet man denn für Brot Milch? Ja, ist halt so Milchbrot halt, ne? Weißbrot. Muss ja nicht immer Roggen sein, ne? Roggen, ne? Ey, unten ist so viel. Ich fahr dann gleich das Zeug hoch. Wir müssen Regale bestücken, die. Was gibt's denn jetzt hier eigentlich? Rinder Ribeye. Soll ich mal Ribeye ins Regal stellen? Nee, das muss man weiterverarbeiten. Ich glaube, das ist besser, wenn man es noch weiter verarbeitet. Kannst du nicht noch weiter verarbeiten? Geht das echt nicht? Wie denn? Wie stellst du das vor? Aber ich hab einen Screenshot gesehen, wo er dieses Ribeye zerschneidet. Gibt's da nicht noch irgendwas? Fleischwerkbank oder sowas? Hä, wo er das... Naja, der hat irgendwie das Ribeye weiter verwurstet. Ribeye Steak, nein. Da würde noch mehr gehen. Schulterstücke und Fleisch, ne. Chili-Pulver, Ribeye ist das, was du rauskriegst aus einmal Fleisch, zweimal Schulterstücke. Chili-Pulver, Ribeye? Für fermentierte Wurst brauchst du zweimal Wurst, Chili-Pulver und Kreuzkümmel. Was haben wir jetzt? Wir haben Chili-Pulver. Für Wurst brauchst du aber Schulterstücke, da haben wir nichts mehr da. Wir haben jetzt auch die guten exotischen Gewürze von KI. Also ich wüsste sonst nicht. Hier hinten ist noch der Ingenieur. Und beim Ingenieur haben wir den Ofen, die Fleischschneider. Ja, und eine Alkoholmaschine gibt's noch. Das wäre doch was für dich. Dann können wir nämlich... Eine Alkoholmaschine. Ja, da können wir wahrscheinlich unseren eigenen Whisky dann machen. Ja, das wird schon geil. Da wir eh bekannt sind für unsere... aggressiven Alkoholexporte. Naja, eben. Alter, 562 kriegen wir für Ribeye. Ja, aber wir kriegen ja auch nicht wirklich viel. Was kommt da aus einer Kuh raus, ne? Zweimal Ribeye, dann ist das Ding durch.
sagt der, der für 5 Stunden für 2 $500-Fische. Na. Ich hier eine Kiste Ribeye bringt einfach mal ein Taui, ich Alter. Ich hab's noch nicht mal reingemacht. Guck mal hier, die Rindersteaks, 5 Stück für jeweils 430. Und dafür musste ich nur Kühe abstechen. Ja, aber ich habe ja jetzt auch gleich richtig viel Fisch. Ich war nur gar nicht unten. Das heißt, wir brauchen keine Zeit hatte, weil ich die ganze Zeit nur mit Lagerbestücken beschäftigt bin. Wir brauchen noch den Dings, ne? Den anderen Bauernhof, dann den dritten. Weil hier liegt noch Annalena Schwertfisch im Boot und alles. Ich habe noch so viel. Ah, brauchen Erweiterung. Dafür müssen wir jetzt erstmal wieder richtig fette Verkaufstage haben. Mann, die Kuh. Oh, guck dir den $4000 hier mit Schwertwürgen. Ja, vorher habe ich so viel Alkohol geangelt. Ich muss mehr Alkohol angeln. Ich muss wieder irgendwie da, wo die Obdachlosen... Ja gut, wir können den Alkohol theoretisch ja auch einfach wieder herstellen selbst, ne? Ja, ja. Wir müssten einfach nur die Alkoholmaschine kaufen und dann mal gucken, was wir da für Zutaten brauchen. Weil wir können ja auch die Zutaten kaufen und dann herstellen, ne? Das ist halt immer so ein... Ich habe hier unten, wir haben hier so viel Zwiebel drin, du, ne? Ja, das können wir doch bestimmt irgendeinen Schnaps machen. So einen alten Zwiebelsnaps, du. Schön Eye-Opener. Nur laufe ich nochmal ganz kurz die Lachsmeile entlang und guck, ob da auch noch irgendwas drin hängt. Nein, ist mich reingefallen. Aber Fisch ist Business. Fischreiche Tage. Weil Fisch ist halt ohne Ausgaben, muss man halt auch sagen, an so einem Jutentag, ne, sind das halt 4.000, 5.000 mehr und es kumuliert sich dann und dann irgendwann. Ja. Fütterst du deinen. Den Fisch. Dein Bestand. Holen wir mal Weizen, Milch und Eier mit. Und gehen nochmal. Guck mal, der Schwertfisch oben. Haben sie mir direkt runtergerissen. Der ist einen Tag im Boot gereift. Wieso hast du den nicht runter in den Keller gebracht? Ja, weil er direkt weg ist. Ich wusste das. Wenn so ein exotischer Fisch da ausgestellt wird, die langen dazu, das ist irre. Also es ist wirklich, du siehst nur noch Maul und Klauen, sag ich dir. Was kostet der dritte Dings? Der dritte Bauernhof hinten. Oh, haben wir so viele Eier, du? Ja. Im Laden. Ich habe eben gerade nochmal Eier geholt und dachte so, im Laden wäre leer und es ist da auch wieder alles voll mit Eier. Eier ohne Ende. Gibt es irgendwas, wo man nur Eier braucht und Weizen? Nee, Eier, Weizen, Milch brauchen wir. Hä, ich hab doch grad... Hä? Bauernhof 3 habe ich gekauft, wo ist der denn? Ach, das ist Scheune, jetzt habe ich den Bauernhof hinten. Ja, okay, ist ja egal. Können wir mehr pflanzen, das ist auch gut. Hat ja nur 2000 gekostet. Wir müssen halt investen, ne? Investen! Bauernhof, du, Gewächshaus haben wir auch noch gar nicht, ne? Nee, haben wir noch nicht, nee. Da können wir dann alles wahrscheinlich pflanzen rund um die Jahreszeit. Da kannst du rund um die Uhr, kannst du da reinstecken, was du willst, glaube ich, du. Oh, kannst du reinstecken in die Mutter, was du willst, nee. Kannst die Mutter schön vollstopfen. Jo, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier voll in die harte Fleischproduktion, ne. Du wirst jetzt richtig da hinten Tiere erblinden und dann in den Grinder locken. Weil sie ja nichts sehen, folgen sie dir ja blöd, wie sie sind. Wobei das mit dem Fleisch auch so eine Sache ist, weil das ist nicht so geil nachhaltig wie die Eier, ne? Ja klar, das Tier muss sterben. Das andere darf angekettet, blind und langsam träufelt Säure auf seinen Körper im Stall verweilen. Wieder so 3-4 Pullen Whisky auch. Das sind einfach so mal schön 5000 Bonus. Warum verkauft eigentlich, warum verkaufen wir die Ziegenmilch so schlecht?
Weiß ich nicht. Aber die geht ganz langsam weg. Ja. Leute hassen Ziege irgendwie. Komisch. Ziege, Ziegenmilch ist nicht so beliebt. Siege die Siege, Alter. Siege, die Heilbringer-Siege. Die alte Siechen-Siege. Die Siege, ey. Gesegnet seien die was? Ich glaube, er sagte, gesegnet seien die Siechen. Die Siechen? Wieso immer die Siechen? So, hier Belinda Brotfratze. Bereiten wir mal den Boden vor hier hinten. Naja, aber die Folge ist auch wiederum, ne? Nein, niemals! Okay, ja, stimmt, das reicht schon lange eigentlich. Ja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao!